In den letzten Jahren hat sich so ein eindeutiger Trend gezeigt, dass die invasive Beatmung immer weniger geworden ist zugunsten der nicht-invasiven Beatmung. Das heißt, die meisten der frühgeborenen Kinder, die wir heute beatmen, beatmen wir auf eine nicht-invasive Art und Weise. Also was die Methoden der nicht-invasiven Beatmung betrifft, da müssen wir, denke ich, so einige Dinge differenzieren. Es geht schon mal los, über welche Schnittstelle zu den Atemwegen der Kinder beatmen wir. Da gibt es die sogenannten Prongs, das heißt, es sind zwei kurze Schläuche, die man in die Nasenlöcher der Kinder einführt, oder die Masken, die man über die Nase der Kinder stülpt. Und da ist es so, dass beide Methoden gut funktionieren. Beide haben so ihre Schwierigkeiten. Das Hauptproblem ist, dass dadurch, dass wir irgendeinen Fremdkörper im Gesicht der Kinder haben und die Haut dieser kleinen Frühgeborenen sehr empfindlich ist, es dort immer mal so zu Druckmarken kommen kann. Und deshalb ist so die beste Methode, zwischen diesen beiden Konnektionsmöglichkeiten zu wechseln. Das heißt Prongs und Maske. Das andere ist, es gibt verschiedene Methoden der nicht-invasiven Beatmung. Die klassische CPAP-Beatmung, sage ich jetzt mal, man legt einen kontinuierlich positiven Atemwegsdruck auf die Atemwege der Kinder. Dann gibt es noch die Methode, dass wir mit zwei verschiedenen Druckniveaus arbeiten. In der Literatur wird es als NIPPV, Non-Invasive Positive Pressure Ventilation, bezeichnet. Und in den letzten Jahren hat sich dann noch so diese High-Flow Nasal Cannula als andere dritte Methode etabliert. Vor- und Nachteile dieser Methoden. Es gibt so einige Untersuchungen, die die Methoden tatsächlich vergleichen. Ich lasse jetzt mal die High-Flow Nasal Cannula noch etwas raus. Also der klassische CPAP und das NIPPV, CPAP mit zwei verschiedenen Beatmungsniveaus. Da konnten so keine richtigen Unterschiede gefunden werden. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, es ist eher besser, mit NIPPV zu beatmen. Es gibt andere, die zeigen, es gibt eigentlich keinen Benefit. Also da muss man sagen, ist die Frage bis heute nicht richtig beantwortet. Was man sich natürlich wünschen würde, das wäre, die nicht-invasive Beatmung mit den eigenen Atemanstrengungen der Kinder zu synchronisieren. Und da gibt es dann eben die Möglichkeit der Synchronisation, was aber bei der nicht-invasiven Beatmung oft schwierig ist, weil wie wollen wir die Atemhübe der Kinder selber messen? Da gibt es einfach so ein messtechnisches Problem. Also das sind vielleicht so Zukunftsaussichten, werden wir Lösungen finden, um das noch gut mit der Beatmung synchronisieren zu können. Dann könnte das NIPPV, CPAP auf zwei Druckniveaus tatsächlich Vorteile bieten. Was die High-Flow Nasal Cannula betrifft, die ist in den letzten Jahren sehr, sehr in den Vordergrund gekommen. Und es gibt tatsächlich auch Kliniken, die es schon von Anfang an statt dem klassischen CPAP, statt der klassischen nicht-invasiven Beatmung einsetzen. Auch da fehlen uns noch die richtig großen Studien, die die Unterschiede zeigen, aber es scheint ein vielversprechendes Verfahren zu sein. Was ist eine High-Flow Nasal Cannula? Schlussendlich ist das nichts anderes als quasi auch Sauerstoff oder Flow, der über ein prongähnliches System in die Atemwege der Kinder gebracht wird. Der große Vorteil ist, diese Prongs, nenne ich sie jetzt auch mal, müssen nicht ganz so dicht sitzen wie die beim CPAP und machen deshalb wahrscheinlich weniger Probleme mit der empfindlichen Haut der Kinder. Das ist, glaube ich, so ein Hauptgrund, weshalb das gerade so sehr im Trend ist oder weshalb viele Institutionen diese Methode verwenden. Ja. Und da gibt es auch einige Vergleichsuntersuchungen, ja, die bisher aber noch sehr, sehr widersprüchlich ausfallen. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, in bestimmten Situationen kann es tatsächlich CPAP ersetzen. Gerade bei sehr kleinen Frühgeborenen ist die Skepsis aber noch groß und da gibt es auch Daten, die eher etwas davor warnen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass es auch etwas komfortabler für die Kinder und für die Eltern ist, weil mit der High-Flow Nasal Cannula können die Kinder leichter herausgegeben werden. Es ist kein so großes Schlauchsystem mit an den Kindern zu befestigen. Das scheint also so vom Handling her deutlich einfacher zu sein. Bubble CPAP ist eine sehr einfache Methode, CPAP, nicht-invasive Beatmung, bei Kindern anzuwenden. Was benötige ich dafür? Ich benötige einen Blender, wo ich die Sauerstoffkonzentration einstellen kann, ein Flowmeter, wo ich den Flow regeln kann.
und schlussendlich wird dann dieser Fluss eines Frischgases in ein Gefäß, das mit Wasser gefüllt, eingeleitet und über einen Tubus, den ich in diesem Gefäß habe, kann ich dann regeln, je nach Einführtiefe, wie groß der Druck ist, der auf die Atemwege des Kindes kommt. Wie gesagt, ein sehr, sehr einfaches System, das eben gerade in Ländern, die nicht die großen finanziellen Ressourcen zur Verfügung haben, eingesetzt werden kann und auch eingesetzt wird. Es gibt Untersuchungen, die vergleichen die Bubble-CPAP-Beatmung mit der CPAP-Beatmung über Beatmungsgeräte und die elementaren Unterschiede können nicht festgestellt werden. Also man kann sagen, man kann über Bubble CPAP sehr effektiv beatmen. Es gibt so ein paar Vorteile mit der Beatmungsmaschine, aber es ist durchaus eine ernstzunehmende Alternative. Also selbst bei kleinen Frühgeborenen an der Grenze der Lebensfähigkeit ist es wert zu probieren, kommt man mit nicht-invasiver Beatmung hin. Und wenn man dann merkt, das Kind braucht mehr Unterstützung, dann muss man eben auf die invasivere Methode wechseln. In dem Zusammenhang muss man vielleicht eben auch noch erwähnen, dass bei den kleinen Frühgeborenen der Grund für die Atemnot, für das Atemnotsyndrom ja auch oft ein Surfektantmangel ist. Surfektant, das ist diese Substanz, die unsere Lunge von innen auskleidet und stabilisiert. Ein Frühgeborenes ist noch nicht ausreichend in der Lage, diese Substanz selbst zu produzieren. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, das von außen zuzuführen. Klassischerweise hat man das früher über einen Tubus und dann die Gabe des Surfektants über diesen Tubus gemacht. Heute gibt es auch schon sehr vielversprechende Untersuchungen, die unter nicht-invasiver Beatmung Surfektant verabreichen. Auch bekannt als sogenannte LISA-Methode, Less Invasive Surfactant Application, heißt das ausgeschrieben. Und damit gelingt es tatsächlich auch kleine Frühgeborene an der nicht-invasiven Beatmung zu stabilisieren.